Was gibt's? Ist das hier dein Turf? Nee, ich habe mich nur gewundert, dass Leute so spät noch schwimmen. Ja, ach, wieso nicht? Ihr seid's. Ja, wer ist natürlich. Hier? Ist ihr? Moin, Oskar. Moin. Vielleicht ziehen wir hier die Kapuze runter. Als ob du Oskar direkt erkannt hast. Ja, natürlich. Das ist ja wohl Scherz. Natürlich, wir erkennen uns von Weitem. Nicht schlecht, Mann, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Was zum Geier macht ihr hier? Schwimmen. Entspannen. Ja, ich bin fast ersoffen, okay. Ich sag's das also nicht, dass es ist 22.13 Uhr. Ja? Weiß nicht, ich ist das verboten nach 22 Uhr, oder? Nee. Der Officer raus. Der kommt wirklich der Officer raus, er schreibt uns gleich ein Ticket. Nee, ich mach mir aber auch ein bisschen Sorgen um euch, weil es ist ja auch kein Lifeguard mehr hier an der... Ich hatte doch meinen Lifeguard draußen. Richtig. Mhm. Ach so. Ich bin ja nicht mitgeschwommen. Richtig. Vielleicht wäre er ins Wasser gegangen und ich wäre der Lifeguard, weißt du? Ach, ihr habt quasi euch abgewechselt, okay. Richtig, richtig. Mhm. Wir sind ja nicht doof, Oskar, ne? Ja, aber was tust du denn hier? Ich bin Fahrrad gefahren hier den Strand entlang. Mach ich immer. Die Runde geht hier hoch zum Haus eigentlich und dann... Achso, hätte ich keine blöde Idee. Das können wir auch mal machen, Barry. Mhm. Bisschen Fahrrad fahren? Ja, Fahrradfahren ist wirklich entspannt. Ich kann das jedem empfehlen. Was denn das her? Ach, hier direkt hoch, ne? Da oben. Ja, ja stimmt. Es trägt einer hier. Oh. Gute Fahrräder und bisher Reifen hält auch gut. Dauer kein noch nicht geplatzt. Also von daher. Bieten die gleichen noch wieder am Flughafen? Ich glaube schon, ja. Ja. Können wir gleich mal gucken gehen, wa? Ja. Du hast ja schon eins, Barry. Naja, mein Verwelt, ne? Mhm, da stimme ich ihm zu. Ja, er wollte mich mit dem Fahrrad am Flughafen abholen, Oskar. Toll, oder? Er ruft mich. Ja, nicht schlecht. Ich finde, das hat klasse irgendwie. Mhm. Er ruft mich denn um die Uhrzeit an? Landesmedienanstalt, Walker, wie kann ich das? Du klingst rechnen? Wie so ein 70-Jähriger. Die Uhrzeit ist. Oh. Was kann ich für dich tun, mein Liebster? Ich bin gerade mit dem Fahrrad unterwegs und habe nette Menschen kennengelernt am Strand. Mhm. Die tragen auf jeden Fall Klamotten, du brauchst dir keine Sorgen machen. Nee, die sind hier neu auf der Insel und wir haben direkt quasi eine Bindung aufgebaut. Ja, wir haben direkt eine Bindung aufgebaut. Wir sind quasi beste Freunde. Ja, so ungefähr. Wenn ich das quasi nicht gesagt hätte, ne? Na, dann ich weiß nicht, wie lange ich hier noch bin. Ich glaube, es war eher nur so ein kurz bei der Orient Lounge. Ich weiß nicht. Okay. Wir wollten uns auch gleich ein bisschen hinsetzen. Okay, bis gleich. Also er war so begeistert, als ich ihm erzählt habe, dass ihr neu... Ja, er kommt auch vorbei. Klasse. Das ist ein Kollege, ist ein sehr guter Kollege von mir. Der oh nein, sag bitte nicht, der heißt Ray mit Nachnamen. Nee. Oh Gott sei Dank. Wir sind ja, ich bin ja nicht beim PD, ich bin ja... Ach stimmt, ja, du bist Highway Patrol. Ja. Genau, ich bin ja bei den anderen Dullis. Oh Gott sei Dank. Warte mal, dann ist glaube ich dieser Klaus Weinberger, glaube ich, bei dir, ne? Oder? Klaus Weinberger. Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, perfekt. Mein Gedächtnis beschränkt sich auch auf die letzten 10 Minuten meistens. Perfekt, sehr gut. Mhm. Perfekte Einstellung für einen Officer oder einen Highway Patrol Menschen. Ja, das leidet in den meisten Fällen. Das Schöne ist, er muss nicht lügen, wenn er dann irgendwie sagt, ich weiß nicht, ob ich den Ticket geschrieben habe, keine Ahnung. Mhm. Ja. Ich wollte euch eigentlich gar nicht stören, aber ich habe hier nur Menschen am Schrank gesehen und dachte, ich halte mal kurz so an, nicht, dass sie irgendwie ertrinken oder sowas. Alles in Ordnung. Okay. Ist doch nicht. Nee, schön. Und wie war euer Tag bisher? Irgendwas Spannendes erlebt? Wart ihr wieder Geisel oder sowas? Ja, fast, ja. Fast. Ja, wir durften das ja im MD sehen, weil Lizzie hat eine verpasst bekommen. Richtig. Oh nein, von wem denn? Ja wir wollten Geldautomaten was einzahlen, da stand aber schon einer. Der hat ein bisschen länger gebraucht und als ich ihn dann blöd angemacht habe, hat er sich umgedreht und meine verpasst ist weggerannt. Da kam die Polizei und hat verboten, dass ich jetzt in die EMS gehe, weil die natürlich dachten, ich habe den Automaten da geknackt. Unglücklicher Zufall. Ja, wirklich unglücklich. Moment, aber dir geht's wieder besser? Ja, die haben dann noch einen Krankenwagen gerufen, alles gut. Okay, cool. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry, schieß los. Ja, ist gut. Nee, das war doch perfekt zusammengefasst. Ihr wurde jedenfalls noch fast schwarz vor den Augen, jedenfalls hatte sie davon erzählt und war es echt ernst. Wir wollten einfach nur schnell weg und ja. Oder beziehungsweise zum EMS. Eigentlich war es gut, dass die Polizei da war, weil sie dann direkt den Rettungswagen geholt haben. Ah. Wir wären halt selbst gefahren, keine Ahnung, was auf der Fahrt passiert wäre. Ja, das ist natürlich ein Glück und Unglück, das stimmt allerdings. Ja. So kann man es auch sehen. Jetzt steht er da oben. Ja, wir stehen hier unten am Strand. Unten am Strand bei dieser komischen Box, wo man sich hinlegen kann. Genau, geradeaus zu. Ja, ich trage ein weißes Oberteil. Nein, ich bin die hübsche Dame in dem schwarzen Bikini. Das bin ich.
komm einfach her. Oder beides. Aber bei hübscher Dame im schwarzen Bikini, da rennt er direkt los. Ich sag dir, wie es ist. Ja, was, ne? Mhm. Schauen die an. Sportliche IND. Ja, wirklich. Ah, der ist ein Sheriff, hä? Huh? Nee, der ist auch bei der Highway Patrol. Er ist ja quasi Sheriffs. Am Hingong. Oh Gott. Passt du da auf? Viel Glück. Guten Tag, hallo. Unsere Dame hier hatte gerade auch schon einen Schlag abbekommen. Also, wir waren gerade im EMS, also bitte Vorsicht. Waren im Stimmt, die Frisur kommt mir bekannt vor. Waren Sie? Wieso kennt mich hier jeder? Ist ja frech. Nee, ich meine von dem Herrn. Achso, na Gott sei Dank. Achso. Sie wollen noch ein Oberteil an? Ja, grob. Nein, der läuft immer so rum. Auf der vorderen Bank in der Lobby. Er läuft immer so rum. Ja, oh nein, Sie saßen da hinter mir so schräg, ne? Richtig. Ach nein. Ich hab sie beobachtet. Sie kam so mir klein suspekt ist die vor. Welt hier. Aha. Du ja, warst suspekt, Barry. Suspekt? Ja, weil ich auf liebe Menschen warte. Offensichtlich ist das kein gutes Zeichen für die Highway Patrol. Nee. Doch, wir sind alle ganz nett. Sie kriminell? Ja, sagen ja. Sie es jetzt. Sehr gut. Nein, also ich bisschen. Nicht, von ihm weiß ich es nicht. Genau, sehr gut. Die haben Komm. Beide meine Herzen. Aber Mem, sie kommen mir auch bekannt vor. Möglich. Auch gut. Geiselnahme vor 3 Tagen oder so? Ja. Ja. Oh nein. Waren Sie eine Geisel oder eine Geiselnehmerin? Ich war eine Geisel. Okay. Hatten Sie da so ein schwarzes Oberteil an? Richtig. Trage immer schwarz. Warum erinnert sich jeder nur an dich? Ich weiß es. Waren Sie auch Geisel? Ja, er war auch Geisel. Ja, davor mal, ja. Ja, keine Ahnung. Das war halt, ich stand bei ihr, deswegen. Achso. Ja, stimmt nicht, Barry. Ich erinnere mich zum Beispiel nur an dich. Oh, schön. Ich bin mit leichten Zwinkern. Oscar. Wen erinnerst du dich? An Barry. Ein Gentleman rechts neben mich. Ach, sie heißt Barry. Ja. Mhm. Okay. Und das ist Lisa. Lisa. Genau. Lisa, okay. Das ist Oscar. Ich bin das weiß ich, das ist mein Arbeitskollege. Ja. Das ist richtig, mein Arbeitskollege. Ich bin der Herr McGarrett. Stimmt, McGarrett. McGarrett. Will jemand einen Shot? Ich habe noch einen Gott, Shot. Ich habe immer Angst, wenn Menschen sagen, ich komme dir bekannt vor. Ja, denke ich mir auch immer. Irgendwie komme ich auch den ganzen Polizisten bekannt vor. Ich weiß nicht, wie das kommt. Vielleicht bist du so ein Polizei. Moment. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Oh nee, nicht schon wieder. Also das, was wir gelernt haben, Ausweis muss man hier für alles vorzeigen. Ja, wirklich. Genau. Also, ja, auch wenn haben Sie ihn dabei? Nee, wo denn? McGarrett, wo denn? Jetzt wirklich. Also, Sie wollen mir als Mann doch jetzt nicht erklären, wo Sie als Frau alles hinten packen können. Also ich habe Frauen erlebt, die haben ihr Handy zwischen den Brüsten hingetan, die haben ihr Handy hinten an die Hose, in die Hose getan und alles rum und dran. Also tun Sie jetzt nicht so, als ob Sie nichts dabei hätten. Ich glaube, ich habe nichts dabei. Nee, Lizzie war schwimmen, das wäre jetzt, glaube ich, sehr schlecht gewesen. Geht auch mittlerweile wasserdichter Handys. Ja, gut. Nee, dann erklären Sie mir, sagen Sie, buchstabieren Sie mir mal Ihren Namen. Gucken Sie jetzt die Akten nach, oder was? Ja. Gibt keinen Haftbefehl. Muss er wissen, mit mir geht's ja nicht um einen Haftbefehl. Lisa Mach Swan, nicht. Wie der Schwan. L-I-S-A? Ja. S-W-A-N, oder was? Ja. Das hast du richtig erfasst. Aha, nee, ist nur eine Geiselnahme, Aktuk. Siehst du? Als ob sie dich anlegen würde. Telefonnummer hinterlegt, haben wir auch den Hast du Ausweis. Jemals mal so vertrauenswürdige Augen gesehen? Aha, die Kollegen Danke, haben wieder falsche Arbeit gemacht. Oi. Die Kollegen haben mal wieder nicht den Ausweis hinterlegt. Ich habe damit nichts zu tun. Nee, Oscar hat meinen Ausweis noch nie gesehen. Das ist richtig. Ich arbeite gewissenhaft. Ist heute irgendwas Spannendes passiert, von dem ich wissen sollte? Mein Bruder kringelt. Oh, schön mit wem? McGarrett. Überraschend. Ja, überraschend, ne? Also er heißt Jonathan und ich heiße Nathan. Meine Eltern haben sich nur gedacht, yo, passt da bestimmt vor meinen Namen. Yo und Nathan, Ja. Okay. Also ne, Jonathan und Nathan, also die haben einfach nur ein yo vor seinen Namen gepackt. Ja. Fand ich nicht so toll. Schön. New Mason, nicht so toll, aber naja. Sind Sie der Ältere oder er? Ich bin auch, also wäre ich der Jüngere, würde ich mich freiwillig umbringen. Ah, sympathisch. Was haben Sie, würde ich einfach ein yo davor gesetzt? Cool. Okay. Ja. Wäre ich der Jüngere, hätte ich gesagt, dann haben sie mir einfach das Jo weggenommen. Richtig. Ja. Sieht er meinen Pulli an sich bedrohlicher aus. Richtig. Wer sind Sie so? Wollen Sie mich jetzt als Geisel nehmen? Nee. Wollen Sie mich endlich in meiner Karriere einmal hochnehmen?
Nee, weißt du, stimmt, sie waren derjenige, genau. der so traurig war, dass er noch nie entführt wurde. Ja, ich erinnere mich. Weißt du, dass ich im Frisotto gehen muss, zu dem beim Rockford Plaza? Da wurde ich bis dreimal als Geisel genommen. Ey, ich gebe alles dafür. Ey, ich bin heute im Norden, bin ich hinter drei grünen Fahrzeugen hergefahren und die haben nichts gemacht. Ich habe sogar einen von denen angehalten. Ja, die haben einfach das alleine. Die haben einfach Respekt vor dem. Das ist voll langweilig. Und unser Tipp ist der Binko-Laden hier am Würfelpark. Mhm, genau. Da waren wir zweimal einkaufen. Beim ersten Mal kamen wir, glaube ich, einmal knapp davon. Beim zweiten Mal haben sie uns dann geschnappt. Hören wir die eigentlich beim Kringeln? Nee, kein bisschen. Nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber es ist ein Barrys Reich. Ich glaube, ihm gehört auch die Yacht da hinten. Mhm. Okay. Ja, ihm gehören alle Handyläden hier. Richtig. Aha. Ja, aber nee, die ist Alter, nicht. Alter, was, ne? So was ich Oscar alles gemerkt hat, ist ja der Wahnsinn. Ja. Ist ja der Wahnsinn. Wann kommt denn die neue Generation an U-Phones raus? Moment. Das würde mich auch mal interessieren. Mein Handy ist nämlich ein bisschen outdated. Ja, lass mal schauen. Ich hätte gerne neu. Was hab? Hat wer eine Zigarette? Hast du die Zigarette dabei? Nee, ich rauche. Also mit bisschen Glück, wenn du willst, ruf mich im Laufe der nächsten Woche an. Da könnte tatsächlich schon das U-Perform 06 rauskommen. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Wenn man da Exklusivrechte, vielleicht Vorkaufsrechte so vielleicht direkt mal absichern, das Moment, natürlich. Oh. Moment. Also komm in Dienst, wir werden gleich bestimmt Spaß haben. Nö. Der Oscar. Ich unterhalte mich doch gerade so nett. Tschüss, der Nordseite PD. Ja, das schafft ja auch ohne mich. Ja, stimmt, ohne PD, also aufs PD können sie schießen, solange sie nicht aufs Akku schießen. Genau. Ich hoffe, du magst das. Hast du so ein Falthandy? Ja, ich finde das super. Also ich falte gerne Sachen. Ich bin auch recht gut im Falten von Hemden und anderen Klamotten. Oh. Ey, das ist doch voll einfach. Dann bist du tatsächlich prädestiniert dafür. Ich habe dich ja abgespeichert. Soll ich dich dann einfach anrufen? Gerne. Mhm. Ja, McGarrett, einfach ist das schon, aber effizient ist hier das markante Wort. Meine Frau übernimmt das für mich. Deswegen sehen deine Hemden auch so aus. Apropos Frage. Mhm. Irgendwie sauer auf mich. Wer? Weißt du da was? Deine Frau? Ja, sauer ja. Auf dich? Ja. Nö, ist sie nicht im Urlaub? Ja, aber davor habe ich komische Nachrichten bekommen. Nö, also ich weiß von, also mir hat sie nichts erzählt. Ich habe sie einmal am Wochenmarkt getroffen. Nee, das war nicht am Wochenmarkt, das war Schmarrn, das war hier Southside Burger. Aber ansonsten. Ich meine, also sie hat mir nichts weiter erzählt, außer dass sie ziemlich traurig ist, weil ihr Tattoo-Laden irgendwie geschlossen wurde. Und oh, hör mir auf. Deswegen ist sie jetzt erstmal im Urlaub, glaube ich, und sowas, aber ich weiß auch nicht von mehr. Gut, ja. Und frag mal hier, Tia, also die war ja auch schon 100 Jahre nicht mehr hier. Was? Wen? Meine Frau kommt ja auch nicht mehr aus der Bude. Ja, aber warum soll ich sie fragen? Ja, die hängen doch miteinander ab, oder nicht? Weiß ich nicht, ob meine Frau mit deiner Frau abhängt. Ich weiß es auch nicht. Ich habe die auch schon ewig nicht mehr gesehen. Irgendwie sehen wir beide unsere Frauen nicht mehr, nur wir sehen gegenseitig unsere Frauen. Das ist irgendwie so ganz komisch. Ja, irgendwie schon. Vielleicht sollten wir einfach heiraten. Ey, wir wären schon ein süßes Paar. Absolut. Mhm. Finde ich auch. So wie ihr hier miteinander umgeht, eins, also plus eins von mir. Das ist halt aber der SHP-Umgang. Mhm, das ist richtig. Also von uns würdet ihr eine Referenz schreiben bekommen. Jetzt mit Weasel News nichts wird, Barry? Mhm. Vielleicht zur SAP, ja? Ach nee, ihr wollt zu Weasel News? Ihr wollt zu Weasel News? Naja, wir versuchen es halt seit einigen Tagen, aber derjenige, der die Einstellung macht, ist nicht da. In dem Sinne, ich würde sagen, wir gehen weg. Ich wollte früher auch mal für Weasel News arbeiten, aber erzählt erstmal ihr weiter. Ihr versucht es seit mehreren Tagen, wir haben euch unterbrochen. Ja, der Chef ist nicht da und deswegen sagt die Dame, die Einzige, die da aktuell anscheinend arbeitet, sagt halt die ganze Zeit so, ich kann euch nicht einstellen. Cool. Richtig, aber jetzt versuchen wir mal irgendwie uns selbst ein Unternehmen auf die Beine zu stellen. Guck mal, wie das wird. Reden mal mit dem Gewerbeamt die nächsten Tage. Was habt ihr vor? Nicht gut. Ja, mal schauen, vielleicht so in dem Bereich Dienstleistungen, Objektservice und so. Ah, finde ich cool. Ja, einfach mal schauen, was so möglich ist. Hygieneprüfer, Facility Management und sowas. Nicht gut. Ist Facility noch offen? Ich glaube nicht. Ich habe schon lange nicht mehr. Ja, okay, unsere Hausmeister wurden ja auch meistens immer abgeknallt. Warten Sie. Schön. Erzählen Sie mehr. Aussage von unserer ehemaligen, wie nennt man das eigentlich? Chief?
von unserer ehemaligen Chief. Ist das die richtige weibliche Benennung? Unser Chief. Nicht. Aussage von unserem weiblichen Chief, sag ich einfach mal, war, als ich als Kadett eingestellt wurde beim PD damals, dass jeder Hausmeister bis jetzt abgeknallt wurde. Ja, das war ja auch im PD. Ich meine, da sterben ständig Leute. Aber, also, ich wollte auch früher mal bei Weezy News arbeiten, weil ich hatte nämlich eine super, wie sagt man, Kolumne vor. Ich wollte jedes Restaurant in Los Santos testen und dann so ein kleines Video schreiben. Ja, aber ich habe es nie gemacht, weil ich war faul. Dürfen wir das denn noch aber tut greifen? Mir nur eingefallen, ja, solltet ihr bei Weezy News arbeiten, ja? Ja. Mhm. Dann nehmt bitte beide Seiten und nicht nur eine Seite in eurem Bericht auf. Ihr dürft doch dann, glaube ich, dürfen die inzwischen wieder Ride-Alongs machen mit uns. Aber dann ist es doch kein Weezy News mehr. Ja, aber trotzdem. Hat's wohl recht. Ja. Jedes Mal, wenn Gangster was gegen uns sagen, Alter, heißt es direkt, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja, dann wär's ja kein Weasel News mehr. Dass die davor nicht drei verschiedene Personen auf uns geschossen haben, zum Beispiel, das wurde nicht erwähnt. Warte mal, also aber man durfte dann Ride-Alongs machen bei euch, oder was? Oh ja, schon. Grade, ich glaube nur beim Captain, oder? Captain Lieutenant. Also das Leben ist ja ein Geben und Nehmen, ne? Wenn ihr uns dann auch irgendwann mal anruft, wenn irgendwo mal so ein Shopraub unterwegs war oder eine Geiselnahme und ihr uns noch vor Ort hinholt, dann können wir darüber reden, dass wir da einen schönen Tag euch dann natürlich lassen. Gut dastehen lassen. Die Helden des Tages. Asla Walker, du rufst sie dann immer an, ne? Mhm. Du hast ja seine Nummer. Ach, Helden der Stadt. Ja. Ich habe sogar beide Nummern. Oh. Mhm. Aha. Ja, guck, dann kannst du direkt beide anrufen. Aber nur, wenn wir beide auf Streife sind, damit das heißt, Officer Walker und Officer McGarrett haben... Nee, Entschuldigung, Sergeant Walker. Bist du noch Danke. Oh, Sergeant ja, sogar. Ne? Sergeant Walker und Officer McGarrett haben sehr gute Arbeit geleistet. Sie haben den 981 förmlich festgenommen. Dann sind sie aber Officer N. McGarrett, ne? Also sonst ist es sehr schwierig mit dem Bruder. Ja, alles gut. Alles gut, das kriegen wir hin. Nicht, dass der die Lorbeeren kriegt. Glauben Sie mir, der kriegt so oder so keine Lorbeeren. Ah, okay. Aber wie schaut's denn aus? Wo sind denn hier so die Schwerpunkte des Verbrechens? Wo liegen die? Im Rauben, im Geiselnahmen? Mord offensichtlich von Hausmeistern. Krug. Also wie Sie wissen, können wir zur aktuellen Ermittlungslage natürlich wenig Auskünfte geben. Ja, aber Statistik. Die aktuelle Statistik befindet sich noch in Arbeit, aber es ist eine gute Mischung aus kleinen Delikten und auch ab und zu größeren Geschichten. Ja, Oscar, die hat aber auch Bock auf Leitstelle. Am besten wenden Sie sich an unsere Pressestelle. Ich kann Ihnen da mal die Nummer geben. Oh. Das musst du jetzt aufschreiben. Ich habe kein Telefonnummer. Wie bitte? Ich habe sie gerade nicht verstanden. Das ist die 273-6858. 6858. Ich habe gerade kurz, nachgedacht, ob du meine Nummer gerade einfach gegeben hast. Nee, meine. Na, wow. Aber der ist ja nicht im Dienst, deswegen kann er euch gerade keine Auskunft geben. Das ist richtig. Ja, verstehe. Aber du kannst anrufen, vielleicht geht jemand ran. Anrufen oder sowas. Danke. Och nee. Ja, gut. Wo muss ich hin? Okay, ja, ich muss hin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Viel Erfolg, Nathan! Er ist auf jeden Fall längst nicht so entspannt wie du. Ja, er ist ein bisschen, wie sagt man? Ja. Ehrgeizig. Der Oscar hier ist ja auch schon Sergeant, ne? Da muss man sich nicht mehr so viel Mühe geben. Ey, was soll das denn heißen? Naja, dass du schon geschafft hast. Ja. Also was heißt geschafft? Ich bin da nicht so der Prolet, der das irgendwie vor sich hin posaunt. Ist ganz netter Posten. Darf man denn fragen, was man als Officer so verdient? Weil wir noch gar kein Gefühl haben, so über den Daumen. Also, ich glaube, der McGarrett bekommt als Paycheck ca. $160. Also in der Stunde das mal 4. Mhm. Und ich als Sergeant bekomme, glaube ich, so um die 180, 185. Mhm. Das ist natürlich das ist fast der Stundenlohn von Weasel News, Mensch. Ja. Kriegst du fast viermal so viel. Gut, dass du dich nicht für Weasel News entschieden hast. Naja, ist ja nie zu spät. Es ist euch nicht kalt, also ich will euch wirklich nicht länger aufhalten als nötig. Nicht, dass ihr friert und euch eine Erkältung holt. Ja, wir wollten tatsächlich eigentlich nur, also Lizzie wollte nur kurz schwimmen gehen und dann in der Orient Lounge einfach kurz hinsetzen, genau. Richtig. Lizzie, ist das dein Spitzname? Ja, eigentlich nur seiner.
Ach so, okay, gut. Kannst du die auch Lizzie nennen, wenn du möchtest, Oscar? Ich weiß nicht, ob das... Bleiben wir doch einfach bei Lisa und Oscar. Ich glaube, das ist besser. Ozzy, yeah. Ja. Es wäre zumindest sehr... Mich hätte so vorher noch nie jemand genannt, deswegen nehme ich es als Kompliment. Ja, genau. Mhm. Ass auch. Danke. Das kann ich nur zurückgeben. Was auch immer. Du hast wirklich einen netten Lidschatten. Oder so. Ach, dass dir der aufgefallen ist. Toll, danke dir. Wacher Charmeur. Mhm. Ja, ich bin da quasi Experte drin. Genau, sonst wärst du auch nicht verheiratet, ne? Mhm. Sagt man so, ja. Ja, gut. Ja, dann viel Spaß dann noch bei deiner Runde. Genau. Vielen Dank. Erfahr dich nicht, ne? Hm. Nee, ich hab da ja... Das Fahrrad war die... Also... Nee. Das weiß ich jetzt, wie ich das erklären soll, deswegen lasse ich es einfach. Das nächste Mal vielleicht, Oscar. Ist der Sprit. Oh Gott, das ist nass. Ja, jetzt ist mein T-Shirt nass. Wollte gerade sagen, jetzt hast du den Abdruck aber auf dem T-Shirt drauf, da. Das ist okay. Ich lasse mir das einfallen, ich bin in den Sand gefallen oder so. Gut. Ciao, Oscar. Jo, ciao. Ciao, schönen Abend euch. Passt auf euch auf. Und was ist? Klingelt durch. Na klar. Haben sie aber alle mit der Nähe. Weil bei Oscar war es irgendwie okay. Oscar ist cool. Willst du einmal kurz in die Luft zeigen? Für mich? Der ist sogar schon sergeant. Mhm. Ja. Ich glaube, den können wir auch fragen, wie lange irgendwelche Sachen an unseren Kleidern dann nachweisbar bleiben. Meinst du? Den können wir sowas fragen, meinst du? Den können wir sowas fragen. Er ist ja noch so viel über uns, wusste man. Wir haben den nur einmal kurz getroffen und dann lange nicht mehr. Das war der Wahnsinn, ich war gerade absolut begeistert. Dass er das noch wusste mit Dingsi-Bumsi hier. Wahnsinn. Hm. Wahnsinn. Du bist es. Ja, aber nett ist er ja schon irgendwie, ne? Ja. Ja gut, und sein Kamerad hat er mal ein bisschen hyperventiliert anscheinend. Wieso? Ne, wie er herumgehüpft ist. Der war aber auch ganz nett. Ja. Ich find's wirklich erstaunlich, dass egal welchen Polizisten wir treffen, die kennen uns, Barry. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich weiß nicht, wie das... Na, warten Sie, ich kenne Sie doch. Och nee. Ach genau, und die Reaktion ist immer die gleiche. Och nee, Hilfe. Barry, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Aber nach 5 Tagen kennen uns die P-Dealer schon. Vielleicht, weil wir nicht wie ein 0815... Scheiße. Es ist übrigens nicht gut für das, was wir eigentlich vorhatten, ne? Dass uns die P-Dealer alle schon kennen. Das heißt, es läuft nicht so gut. Ja, aber auch die haben... Die kriegen wir auf unserer Seite. Mhm. Ja, wann dann? Eine kleine Anekdote. Erzähl. Als ich auf dich wartete. Im EMS. Mhm. Da bin ich ja der zweiten Clarissa 2 begegnet. Ich habe sie so ein bisschen in Smalltalk verwickelt. Der macht ja ein Praktikum momentan. Ja, als Ärztin, die regt sich ständig auf, dass sie nichts machen darf, obwohl sie schon ausgebildete Ärztin ist. Richtig. Jetzt muss sie erstmal höchstwahrscheinlich, ne, das ist heute ihr letzter Tag oder morgen beim Praktikum, da muss sie bis 9 Tage warten, da darf sie sich bewerben, um dann einen Monat Testimonial zu sein. Und ich habe sie. Ja, sie muss. Wieso muss sie 9 Tage warten, um dann noch einen Monat Ausbildung zu machen? Was ist das denn? Ja, weil sie sich dann erstmal offiziell bewerben darf, ist wahrscheinlich. Weil dann der Bewerbungstag ist. Aber halt dich fest. Ich habe sie gefragt, was sie denn momentan macht. Sie arbeitet bei Harmony. Nebenbei in einer Security-Firma. Und heute war sie schon bei den Orangen und beim Eisen. Nein. Ich habe sie dafür gelobt. Diese Stadt macht mich fertig. Die Stadt macht mich fertig. 2 Jobs und dann noch Orangen und Eisen holen, ja? Ich hab ihr gesagt, warum dann MD? Da meinte sie, ja, da verdient man besser, da kann man Menschen helfen. Gut, das zweite lasse ich irgendwie wegen meiner auch zählen. Ich habe sie nach dem Verdienst gefragt, sie wollte nicht so recht rausrühren. Aber das ist, jedenfalls, ich habe so $40 mal getippt. Pro Paycheck. Da meinte sie, jedenfalls nicht das Dreifache. Also dafür stelle ich mich da nicht hinterm Counter.
war ein bisschen verwirrt. Die zwar Frau, die hat mir aus Versehen zwischendurch ihren Ausweis ins Gesicht gehalten. Die ist 2001 geboren und hat schon ein abgeschlossenes Medizinstudium. Absoluter Überflieger, Mann. Warte mal. Absoluter Überflieger, die Frau. Ach, Clarissa. Clarissa 2 oder 1, je nachdem, wie man sieht. Nennen wir sie 3, dann kann nichts schief gehen. Ah. Oh Mann, was für ein Tag, Barry, wirklich. Großartig. Nächste Woche verkaufen wir Oscar das neue Handy. Ich hab noch eins im Kofferraum. Wenn wir das verkaufen können. Ja, bitte. Dann haben wir endlich einen Abnehmer. Ja. Ein Falthandy. Wir müssen da noch eins kaufen, damit er die sitzen soll. Dann klebe ich die zusammen. Dann klebst du das so zusammen, dann muss er das mal aufhalten, ja. Ja, das ist auch doppelt so groß wie ein normales Handy. Da braucht er Platz in seinen Taschen. Ist das? Finde ich gut. Finde ich gut. Wie geht's dein Kopf? Alles gut. Okay. So schlimm war es gar nicht. Es war halt wirklich nur so, dass ich zwischendurch immer kurz so ein bisschen schwarz hatte. Und da musste ich halt, weil die P-Dealer mich nicht gehen lassen wollten, musste ich halt ein bisschen übertreiben, Barry. Oh Gott. Und der wollte mir hier Angst machen. Und ja, ich sag ihnen jetzt nicht, wie es ihrer Freundin geht, weil... Und dann, was denn du? Also ich meine, ich kann schon zuhauen, ne? Die waren bestimmt von der Doa. Die sahen aus, als waren sie und haben sich verhalten, als wären sie von der Doa. Sag dir, wie es ist. Die Camperpolizei. Ja. Und hast du was gehört? Ah, das ist ja. So. Die haben bestimmt... Nee, ich sag dir nachher. Na? Hast du dich doch verfahren? Nee. Aber fast. Ach so, der Herr McGarrett will euch noch was geben. Wartet kurz, ich habe den oben am Parkplatz getroffen. Ich bin gleich dann da. Okay. Er will uns noch was geben. Eine Strafbefehl oder was? I don't know. Ich kann es nicht nehmen, ne? Ich sage noch. Was wollte ich sagen? Wo war ich gerade? Ach, hier, Ray hat schon der Doha gesagt, beobachtet mal jeden Geldautomaten. Stadt. Ich habe da so 2 Kandidaten, die bestimmt da wieder hingehen. Oh Gott. Du willst ja nicht wissen, ne? wie die da gekämpft haben. Überrascht sie auch waren, dass ich keine Farbe an meinen Klamotten hatte. Wirklich überraschend, nicht wahr? Mhm. Dann haben sie die ganze Aktion beobachtet. Naja. Mal sonst nichts. Wie? Oh nein, ich steck fest. Oh nein. Oh nein. Okay. Ach, Oscar. Hallo. So. Nein, die Frau kann ja nichts tragen. Dachte ich. Richtig. Hallo, du hast das andere. Nathan, es ist alles gut gegangen bei dem Einsatz. Ach, hör mir auf. Okay. Ich meine, schau ihn dir an. Er sah nie besser aus. Ja. Bin wir ein Taser? Genervter als einmal. Vorher. Oh, danke schön. Ja, ich bin genervt, weil nichts vor Ort war. Ja, bitteschön. Oh, ein Schöppchen oder was? Ach, was? Also, wir nehmen auch Taser. Auch, wie soll ich dir das denken? Also, du hast ja quasi, Er gibt sie ihm. Gib mir, ja. Ja, die Dame, also, das ist ja auch, Lisa hat ja auch, ja, ich weiß. Ja. Bitte schön. Bevor ich jetzt irgendwie vor dir hier irgendwie, was auch immer, ihr da umreißt, irgendwo hinstecken muss. Das wollen wir auch nicht. Lass mal. Schau mal, Dizzy, eine schönes Wetter. Eine Torte mit einem Elefant drauf. Nein. Das ist ja großartig. Schau mal. Das ist süß. Stell dich mal kurz hier ab. Habe ich vom Chief bekommen. Und die gibst du uns? Ich habe keinen Verwendungszweck dafür. Oh, das ist super nett, danke. Manche Leute essen sowas. Gut. Ich muss jetzt ins Bett. Ey, du hast gesagt 5 Minuten. Das war fast 5 Minuten. Ich glaube, Nathan will ein bisschen mit dir kringeln, Oscar. Nein, ich vermisse den, weil ich damals als Kadett oft öfters mit dem mal gefahren bin. Oh, wie süß, auch mal. Schön. Oscar. Er hat mich schon mal so gesagt, also eigentlich mich hätte man gar nicht mehr ausbilden müssen, sind wir mal ehrlich, aber. Das stimmt, ja. Oscar, ja, gib ihm 5 Minuten. Ja, aber ich kann halt nicht. Ich muss halt auch ins Bett, weil ich kann nicht morgen mit fremden Menschen. Ich habe morgen einen Arzttermin. Doch, das schaffst du. Ich hab uns doch schon vorgestellt. Störe tote Menschen. Nee, das schaffst du. Schau mal diesen ganzen Zeit. Ich weiß, es ist schwer. Ich habe meine Waffe halten, damit ich mich sicherer fühle. Wow. Ja, darfst du. Also Frauen, also ich hatte es auch nicht leicht mit Frauen in Bikinis. Ich weiß, ich bin da auch immer verlegen, aber das ist mir egal. Mir nicht. Tschüss, Oscar. Tschüss. Ciao.
Ich drück dir den Daumen. Hab ich verlegen gemacht. Na sowas. Ja, hast du. Was? Ich hab doch nur ein Bikini an, Jenny. Er ist doch verheiratet. Apropos, obligatorische Frage. Ja? Schieß los. Macht es einen Unterschied, ob man eine Frau im Bikini oder eine Unterwäsche sieht? Ja, kommt auf die Unterwäsche an. Es gibt ja deutlich freizügigere Unterwäsche als Bikini. Pink, normale Unterwäsche. Nö, dann nicht. Dann verstehe ich nicht, warum manche Frauen das so komisch finden. Ich finde das nicht so komisch. Ich verstehe das. Ich zieh mich auch im Laden einfach um. Ich stelle mich nicht in die Umkleidekabine. Kenn ich. Ich habe ja immer noch die Unterwäsche an, weißt du? Ja. Ja, man will ja nicht anders, ne? Wollte ich ja sagen. Ja. Nö, also für mich macht das keinen Unterschied. Ich habe letztens eine Frau kennengelernt, die gesagt hat, also ich habe die wirklich im Bikini gesehen und sie hatte normale Unterwäsche an und meinte, ich darf das nicht sehen. Und ich denke mir so, wo ist da jetzt der Unterschied? Ja. Wie gesagt, der Unterschied wäre es für mich nur, wenn es hier das feinste Spitzenhöschen wäre, natürlich. Dann was anderes. Ja. Herr Garrett? Weg Notizen oh, gemacht. Der nächste. Nee, da kommt der nächste Anruf. Was ist nun besetzt? Ach, ich krieg gleich eh aus dem Dienst. Ist nix los, ich bin müde und ja. Nix los. Alles gut. Ja. Heute ist nichts los, dann weiß ich auch, warum wir heute ständig an jedem Geldautomaten gefasst wurden. Großartig. Ja, achso, da hat sich jemand eingemischt, okay. Wir können ja mal Nathan jetzt hier irgendeinen unserer Songs zeigen. Ein PD-Song oder so. Ja. Ja. Ja gut. Jo. Läuft doch. PD-Song. Ja, ich hab gerade überlegt, den PD oder den SD-Song. Beim SD-Song kommt die Highway Patrol vor. Auch wenn es nicht SD-Song. Ja, läuft. War nur Highway Patrol. Ja, und ich bin hier mit fremden Menschen. Ich muss mich mit denen unterhalten, damit das nicht komisch rüberkommt. Ich wünsche dir was. Alles klar, tschüss. Oh, hallo, fremde Menschen. Könnte ich hören, ne? Ich weiß. Nur so. Aber wie schaut es denn aus? Du hast ja gerade so ein bisschen mit deinem Kollegen geplaudert. Seid ihr denn über Funk auch alle ja, miteinander vernetzt? Also auch Sheriffs, PD, Highway Patrol oder hat jeder seinen eigenen Kreis? Wir sind alle vernetzt. Also okay. Wirklich, wir sind alle vernetzt an sich. Okay, das heißt. Und sie trennen auch nicht so, ne? Also, sondern. Ja, man merkt halt schon den Unterschied zwischen den Departments, ne? Weil Department 1, also sagen wir mal, PD bringt Sachen anders bei, wir bringen Sachen anders bei. Hm. Ich sag mal, jedes Department legt Fokus auf einen anderen Wert. Verstehe. Aber die Sheriffs dürfen auch in die Stadt und die PDler in den Norden? Kommt immer drauf an. Okay. Aber darüber darf ich nichts Genaueres sagen. Ach so, nicht. Oh Gott, sorry. Ja, nee. Bitte. Müssen wir die Pressestelle fragen. Ja. Richtig. Die wissen nämlich, was die sagen dürfen und was nicht. Ja, bitte. Magst du eigentlich Musik? Ja. Mhm. Oh ja. Ne, oh Oldies, ja. Ne? Ja. Also ich mache Musik ab und zu. Ja. Möchtest du eher so ein Liedchen hören? Also ich habe da mal so ein SD-Song gemacht, ich habe da mal so ein PD-Song gemacht. Kein SRHP-Song. Hä? Kein SRHP-Song? Nee, also. Ja, jetzt bin ich schon verletzt. Sorry. Früher in Los Santos war es halt so, dass das SRP nur ein Teil vom SD war, deswegen. Ja, alles gut. Ne? Alles gut. Ist ja nichts Schlimmes, um Gottes Willen. Ja. Ich erwarte nächste Woche einen SRP-Song. Okay, gut. Schreib mir das jetzt hin. Schreib es mal auf, Barry. Danke. Also einen von beiden würde ich dir zeigen, wenn du möchtest. Du kannst du machen. Welchen hättest du gerne? Doch, habe ich kurz. Da ich mal im PD war, den PD-Song. Ja, perfekt. Gute Wahl. Fühlt euch sicher wie noch nie. Vor uns geht ihr auf die Knie. Denn wir sind hier das Speedy. Gibt es eine Verfolgungsjagd oder werdet ihr verklagt?
dann habt ihr wohl zu viel gewagt. Das geht so nicht, nicht, nicht. Weinpaare in keinem Verbandskasten könnten euch dafür verknasten. Das ist doch ganz schön belastend. Das geht so nicht, nicht, nicht. Wieder auf die Streife gehen, trotzdem immer das Gleiche sehen. Ihr werdet das wohl nie verstehen. Das geht so nicht, nicht, nicht. Da hinten eine Schießerei, kommen wir, ist sie wohl vorbei. Oder es heißt Feuer frei. Das geht so nicht, nicht, nicht. Hier kommt das PD, die. Fühlt euch sicher wie noch nie. Nie. Vor uns geht ihr auf die Knie. Knie. Denn wir sind hier das PD. Die. Wir sind natürlich nicht bestechlich, das wäre ja auch sehr verächtlich. Warte, ist das dein Donut tatsächlich? Das geht so nicht, nicht, nicht. Gilt es wieder zu observieren und nach dem großen Fang zu gieren, dann geht es uns auch an die Nieren. Das geht so nicht, nicht, nicht. Da gab es einen lauten Knall, schon der nächste Autounfall, nicht unsere Schuld, dieser Aufprall. Das geht so nicht, nicht, nicht. Verfolgen wir auch mal zu Fuß, kennen wir keine Tabus. Sag den Tay seinen lieben Gruß. Das geht so nicht, nicht, nicht. Hier kommt das PD, die. Fühlt euch sicher wie noch nie. Hören Sie's. Vor uns geht ihr auf die Knie. Denn wir sind hier das PD, die. Und jetzt, in der Not, tun Sie's. Akten schreiben den ganzen Tag, fühlt sich manchmal an wie ein Sarg, das stand so, aber nicht im Vertrag. Das geht so nicht, nicht, nicht. Machst du Bekanntschaft mit dem Detektiv, ging wahrscheinlich einiges schief, nichts Falsches sagen, definitiv. Das geht so nicht, nicht, nicht. Denkst du, das ist ein freies Land? Wolltest eigentlich kurz zum Strand? Hände hoch und Gesicht zur Wand. Das geht so nicht, nicht, nicht. Hörst du die Handschellen klicken? Oder muss ich das um die Flicken? Erfreuen wir uns an überraschten Blicken. Das geht so nicht, nicht, nicht. Ja. Ich finde ihn gut. Oh Gott, ich dachte kurz, du ziehst eine Waffe und naja, gut. Warum? Weiß nicht. Ist ja schon ein bisschen... Ja, manche Infos sind outdated, ja, aber... Ich fand zum Beispiel das mit der Verfolgungsjagd relativ gut. Thema Unfall, weil die bauen hier die meisten Unfälle leider. Richtig, ja. Hat sich nichts dran geändert. Ich dachte, wie ist es? Ey. Könnt ihr jetzt so angeben, aber das hört sich dann wieder falsch an. Dann heißt es wieder, ich mach Department-Hass. Aber du bist ein Mann, der auf den Text achtet. Das ist immer sehr gut. Ja, natürlich. Was soll ich denn sonst achten? Vielleicht auf den Beat oder so? Auf deinen Tanzstil hat er geachtet. Dazu darf ich leider keine Äußerung treffen. Ich bin im Dienst, tut mir leid. Aha. Ja, dann schnell ins PDU und raus aus dem Dienst. Der Zwang, legen Sie ihn ab. Highway Patrol. Mhm. Nicht PDU. Ja, Highway Patrol. Den Zwang einfach abschütteln. Jederzeit. Ich hab keinen Zwang. Es ist halt aber wirklich ein Unterschied, ob ich jetzt gerade die Marke an der Brust habe oder ob ich zivil unterwegs bin, das ist das Wichtigste. Ich schwöre dir, Nathan, ich würde dich zivil bestimmt nicht erkennen. Nee, würdest du nicht. Wieso? Allein nicht, wenn mein Kleidungsstil ist, der komplett anders. Finde ich gut. Finde ich auch gut, nee, dass du das so trennen kannst. Muss ja. Ja. Ich glaube, würde ich außerhalb des Dienstes noch immer so polizistmäßig unterwegs, dann würde meine Frau mir sagen, Und alle deine Freunde so, Also wir würden auch sagen. Ich habe auch Verbrecher als Freunde, also so ist das ja nicht. Was? Es gibt Verbrecher in dieser Stadt? Natürlich. Frech. Ich habe, sagen wir mal, nicht aktive Verbrecher, aber ich habe Leute, die Akten haben als Freunde. Ja gut, es können ja Missverständnisse gewesen sein, ne? Weil wir Geiseln waren. Richtig, genau. Ne? Jeder guckt bei uns den Namen nach und das sieht eine Akte. Und denkt erstmal, oh, Schwerverbrecher, Geiselnahme, ach du Scheiße. Allerdings, ja. Wir waren letztens in der Fahrzeugkontrolle, war witzig. Ja gut, dass wir noch keine Fahrzeugkontrolle hatten. Oh. Nee, wirklich. Also da könnt ihr wirklich glücklich drüber sein. Oder dass ihr noch nicht bei mir ans Leichtern-Telefon gegangen seid. Würde ich keinen anrufen. Ich bin ja keine Leichtstelle gerade. Ich kann sagen.
Da bin ich keine Leitstelle. Aber wenn, woran man erkennt, dass ich Leitstelle bin, warte. Hier spricht die Pulle, was gibt's? Ganz einfach. Verstehe. Hm. Ein bisschen Spaß muss ja auch mal sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Richtig. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Wunderbar. Oh Gott. So gut wie wir rund heute. Aber ja, verstehe. Also zum Thema Lied ist gut. Danke. Ist aber halt nicht so mein Musikstil. Ja, ich mache ja auch verschiedene Sachen. Ne? Deswegen habe ich ja extra so ein bisschen durch die Bank weg. Ein bisschen was eher Rockigeres, ein bisschen was Techno, ein bisschen was. Ja. Also solltest du mal ein Lied über die SAP machen. Mhm. Dann behalte den Spruch im Kopf, SAP ist die Gang. Also Rap. Okay, verstehe. Nee. Das ist einfach nur SAP ist die Gang. Das sagen wir immer. Ach so. Warte, machst du dann den Rap-Part? Ich? Ja? Ich kann nicht rappen. Nee, mach den Rap, finde ich gut. Nee. Mhm. Dann kommt so ein Muschertraumverwurf. Ja, schön. Nee. Ich sehe schon das Talent. Nee. Wir schneiden mit. Nee. Bei Weasel News demnächst vielleicht. Ah, nee. Eventuell. Wenn dann der Chef irgendwann mal zurückkommt. Wer ist denn da nochmal Chef? Keine Ahnung. Das wissen wir noch nicht. Okay. Ja gut. Kann natürlich auch sein, dass Emilia der Chef ist und uns einfach nicht da haben möchte. Das kann natürlich auch sein. Apropos, warte mal, ich kann doch nachgucken, wer da der Chef ist. Diese Mitarbeiterlisten oder was? Nee, aber jeder Mitarbeiter ist bei uns im Aktensystem auch eingetragen. Hm. Das heißt, Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter bei euch anzeigen? Werden damit eingetragen, ja. Automatisch oder muss man aktiv auf euch zu? Bitte? Werden die automatisch an euch gemeldet oder müssen die Unternehmen das an euch melden? Die müssen das an uns melden. Hm. Ach, der ist also Inhaber jetzt, okay. Komischer Name auf jeden Fall. Schön. Und mit wem habt ihr gesprochen? Emilia. Emilia? Mhm. Emilia. Gut, die steht nicht mehr drin, okay. Großartig. Oh. Ja, dann überlegen wir uns das vielleicht doch noch dazu. Nein, kann sein, dass sie das noch nicht aktualisiert haben. Denke ich sogar eher mal. Ist aber die Einzige, die da seit Tagen die Stellung hält. Ich dachte, wie ist es? Ja. Kenne ich nie anders. Komischerweise immer, wenn wir Weasel News brauchen, sind sie nicht im Dienst. Hm. Und wenn wir sie gerade mal nicht brauchen, weil sie dann irgendwo mitten in der Schießerei in irgendeiner Ecke stehen mit ihrer Kamera in der Hand, dann sind sie natürlich immer da. Hm. Ja, wir würden da ja frischen Wind reinbringen. Richtig. Wir würden mit zwei Kameras im Weg stehen in der Schießerei. Wir würden praktisch so ein kleines Live-Interview mit dir machen. Richtig. Während du die Verhandlung machst mit den Geiselnehmern, führen wir ein Interview mit dir. Ja, wir packen an deine Uniform so eine Dashcam. Ja, also die Verhandlungen sind gescheitert. Wir haben schon das Feuergefecht mit den Tätern. Achtung, Sperrfeuer! Ja, richtig, genau. Moment, ich nehme auf mit dem Handy. Kann man ja nicht zu schnell alles. Haben wir schon mal O-Ton? Können wir mal reinschneiden, egal was da passiert. Ja, drei der Geiseln sind leider schon verstorben. Da können wir jetzt leider auch nichts für. Hey, und was ist daran so schlimm? Es gibt kein Gesetz dagegen, Leitstelle. Du musst einfach zwischendurch Funkdisziplin reinbrüllen. Nee, ich rufe jetzt die Leitstelle an. Einfach Funkdisziplin. Geht hier nicht ran, ich werd sauer. Aber ich würde mal behaupten, heute ist dann doch eine angenehme Nacht, oder? Wenn ich jetzt so sehe... Oh, Dubai. Ja? Hat sich gerade irgendwie böse angehört, als ich es eigentlich gemeint habe. Nee, es war nichts Böses. Aber, denk dran, es gibt kein Gesetz, das es verbietet, dass Leute mit dem Fahrrad auf dem Highway fahren dürfen. Oh, gibt es nicht? Ja, aber wenn wir das sagen, dann gibt es aber IAD-Beschwerde. Ja, wir beleidigen in dem Moment. Wir sagen einfach, sie sind monoton unfähig, ein Fahrrad zu bedienen. Dann das ist eine andere...
Was hast du jetzt gesagt? Ja, aber hast du nicht East Highway gesagt? Ja, warum hast du denn den West Highway markiert? Aha. Du hast, warte, welchen Captain Blake? Nee, das sage ich jetzt nicht. Nee, dafür habe ich den zu sehr lieb. Ja gut. Nee, ich nicht. Ich wollte nur fragen. Rein theoretisch kann er halt nichts dagegen machen. Das ist das Problem. Oh, wir hatten heute einen Typen übrigens angehalten. Ich schwöre dir, der wurde von einer aggressiven Hummel gejagt. Hat sich zumindest stark danach angehört. Warum? Was ist los? Warum aggressiver Moment? Beruhigen Sie sich. No Officer, okay. Ja, macht das. Viel Spaß. Tschüss. Okay. Und da. Ja, aber das Lied war gut. Muss man wirklich sagen. Sehr schön. Und Sie müssen aggressiven Hummeln hinterher jagen. Ne, vorhin. Da haben wir eine Person angehalten, die ist ausgestiegen und die ganze Zeit hat man so eine Hummel gehört. Hm. Dann haben wir den irgendwann gefragt, ob er von aggressiven Hummeln gejagt wird. Aber sonst generell ein bisschen ruhiger. Finde ich es jetzt so, ja, relaxed hier stehen sehr. Ja. Die Nacht. Ja, kommt immer drauf an. Es gibt Nächte, da ist viel los. Heute sieht es mal nach einer Nacht aus, die ist ein bisschen ruhiger. Ist auch mal gut. Und jetzt haben wir es wahrscheinlich gesagt, jetzt wird sie doch nicht ruhig. Moment, ich muss was für Funk zugehören. Wieso? Ah, okay. Nee, alles gut. Nichts passiert. Ey, aber an sich, es gibt halt immer unterschiedliche Tage. Ja, ist immer so. Okay. Ja. Ich werde mich aber verabscheuen. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Moment, nehmen, ne? Ja, kein Problem, ne? Man sieht es bestimmt irgendwann mal. Ich will ja, definitiv. Ciao, ciao. Spätestens, und danke fürs Essen. Spätestens, wenn ich in der Woche fürs Lied. Ja, ja. Wenn ich dich wieder, wenn ich dich wieder im EMS beobachte. Ob du wieder irgendwelche illegalen Sachen weil du so kriminell aussiehst. Ja, immer dieser Kriminellen. Ich wünsche was. Ciao. Wieso? So erkennt uns aber jeder auf. Also das ist irgendwie. Und was haben die uns? Hatte wirklich eine Torte mit Elefanten drauf oder was? Ja, hab ich dir auch gerade gezeigt. Die steht hier neben. Die ist echt? Ja. Sieht aus, als wäre der Styropor oder so. So, ich werde sie. Keine Ahnung. Kann ich sie dir kurz geben? Henno, heute war es aber echt nicht gut. Heute war. Uff. Nee. Den Polizisten war langweilig. Was geht denn? Nee, wo soll sie denn hinstecken? Du sollst sie dir nicht hinstecken? Ich dachte, ich wollte sie dir einfach nur einmal geben, damit du sie angucken kannst. Nee, kannst du nicht. Nein, kann ich nicht. Ja. Behalt sie selber. Sie sagt nein. Leg sie ins Auto nachher. Mhm. Kannst du mir angucken. Nimm deine Kleider daraus. Jetzt folgt uns schon die Polizei an den Strand. Wirklich? Wir kommen nirgendwo mehr hin, ohne dass uns irgendwie ein Polizist anspricht. Das kann doch nicht sein. Hat sich Oskar an so viel erinnert? Ich dachte, der spioniert uns hinterher. Er hat gesagt, er kann sich immer nur an 10 Minuten sein. Das genau, und wusste aber noch genau, dass du irgendwie der Connect-Typ bist und alle Handyläden dir gehören. Na klar. Mhm. Na klar. Die spionieren uns hinterher. Die haben uns schon im Blackberry. Was hast du hier gemacht in den 5 Jahren, wo ich nicht da war? Als sie uns jetzt schon am Arsch sind. Zwei Jahre auch nicht da. Ich weiß nicht, warum die sich hier alle. Vielleicht gibt's noch das ein oder andere Foto vielleicht im PD. Oh, war ja. Barry. Ist ja kein Wunder, dass da 4 Officer auf einmal an der Tankstelle standen, wo nichts sonst ist und uns beim Geldautomaten gesehen haben. Unglaublich. Die verfolgen dich. Aber das waren gute Steuergelder. Die haben dadurch nur $30 bekommen. Dass da 6 Leute dann praktisch. Und mehr, angehalten. Oder? 4 saßen ja in dem Auto und dann noch die Officer. Ja, waren 6, na gut. Oh, andere Officer. Ich habe genau gesehen, wie da so eine Farbbombe explodiert ist. Genau. Mit dem Fernglas oder was? Stellen Sie sich das denn vor? So ein Zirkusauftritt? Naja. Hey, no, es lohnt sich heute wieder. Es lohnt sich wieder. Schön.
sein. Mhm. Und ah, natürlich konnten sie über diese Distanz sehen, dass genau wie das war. Richtig. Ja. Mhm. Ich sagte, es war Glück im Unglück, dass wir genau diese Richtung gefahren sind. Wenn wir nur diesen 4 komischen zivilen Officern über den Weg gelaufen, die hätten keine Gnade gezeigt. Die hätten noch nicht mal hinterfragt. Da hätten wir sagen können, was wir wollen. Mhm. Die hätten uns direkt eingebuchtet. Und die hätten mich auch nicht ins Krankenhaus gebracht. Nee, die hätten dich da während der Fahrt. Ja. Stellen Sie sich nicht so an. Die hätten dir noch eine verpasst. Ich bin ins Auto gekotzt. Ich dachte, wie ist es? Mhm. Scheiß Doa. Aber anscheinend gibt es da auch eine interne Ermittlung. Ida. Sind dir die 72 Seiten Gesetze eigentlich mal durchgelesen? Bin ich verrückt? Okay, gut, ich habe mir das einmal angeschaut, was er meinte hier von wegen 2.500 Dollar auf dem Konto haben. Hm? Dann hier das leider Gottes Officer während einer möglichen Tat auch das Auto durchsuchen kann. Das habe ich mir auch nochmal gegeben. Aber den Rest? Ich weiß nicht, wie man da irgendwie 72 komisch... Ne, ja. Wir finden schon raus, was unsere Rechte sind, wa? Also, offensichtlich haben wir uns noch nicht das Traffic Law angeschaut. Nee. Sonst wüsstest du, wie du parkst, Benny. Oh, das ist das Schlimmste hier. Wisst ihr schon, dass ich hier so nicht parken dürfen? Packen Sie da wirklich? Bitte in der Parkbucht. Ich schwöre bei Gott, wenn mich dieser M-Dealer gestern, ne, vorgestern, als ich dich ins Krankenhaus geschleppt habe, würde ich darauf angesprochen hätte, Sie können hier nicht parken. Ich wäre komplett ausgerastet. Ich wäre amok gelaufen da drin, wirklich. Dann hättest du mich auf ihn geschmissen. Ich hätte dich auf ihn geschmissen und wäre dann amok gelaufen. Dachte, wie ist es? Dann hätten wir aber ganz andere Probleme gehabt, als mein scheiß Wagen da vor der Tür. Sie können hier nicht parken. Gehen Sie lieber Orangen pflücken. Wirklich. Ah. Weißt du, was wir machen? Zum Abschluss, zum Abklingen? Wir fahren jetzt zum Orangenfeld und beobachten die. Komm. Oh, das ist komm, gut. Wir geben uns das. Wir lachen die einfach aus. Komm. Also, dann brauchen wir Essen dabei. Komm, wir holen uns irgendwie aus dem Snackautomaten. Nee, wir haben noch. Ja, aber auch nicht so. Das ist zu nahe. Wir brauchen irgendwie so ein paar Snacks. So wie Popcorn. Okay. Einfach nur Kleinigkeiten. Okay. Dass wir uns die ganze Zeit. Wir jetzt im Orangenfeld einfach aus. Oh ja. Welche Kleidung sollen wir dazu tragen? Kannst du mal. Ich würde meinen Anzug nehmen. Ich habe keinen Anzug. Dann müssen wir einmal kurz. Du wolltest auch eh nochmal einkaufen oder so? Nee, hattest du schon. Ich zieh mir keinen Anzug an, Barry. Ja, vielleicht von früher, als du so ein bisschen den Männern nachgestellt hast, hattest du doch so einen. Soll ich mir jetzt wirklich einen Anzug kaufen gehen? Nein. Damit wir auf dem Orangenfeld Leute auslachen können. Die lachen uns aus, weil ich so viel Geld für den Anzug ausgegeben habe. So, wie ist es? Ja, so. Mach ich erstmal ein bisschen. Ja. Genau. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich muss kurz. Nee, das ist nicht. Nee, das ist nicht. Wo ist denn. Klasse. Und wir müssen noch zu einem Geldautomaten. Wieso? Haben wir noch Geld oder was? Ich glaube schon. Oh, schön. Mann, das ist aber auch hier, das ist aber auch wirklich... Oh, nee, ey. Nee, das... Oh. Okay. Ja. Ja. Guck mal, wie leer das Auto direkt wird. Wie leer das einfach wird. Hier noch? Ja, wo ist meine Kette? Hab ich um. So, ich bin weiter. Vollständig. So, und jetzt hier, bitteschön, einmal für dich. Diese Elefantentorte. Hä? Wie cool! Oh mein Gott, wie cool! Oh, eine Benjamin-Blümchen-Torte! Oh mein Gott, wie cool! Wie heißt das denn? Ich komme aus dem MD und mein ganzer Brustkorb blinkt wieder, ne? Alles kann nicht.
Kann ich das nicht irgendwie selber? Es ist eine leichte Verletzung. Kann ich das nicht irgendwie selber? Ich habe noch ein Kühlpack und sowas. Kannst du dir nicht ausdenken, wirklich. Verdammt, du hast das Kühlpack. Geht das noch hin? Brandon Parker, hallo! Mein Gott! Benjamin Blümchentorte! Ja, Mann! Wie ist er glücklich? Eine große Auswahl mittlerweile, ne? Hallöchen. Danke für einfach diese komplett random Interaktion hier. War wirklich schön. War wirklich, wirklich schön. Einfach so komplett random. Und jetzt gehen wir Leute am Orangenfeld auslachen. Richtig. Weil heute können wir nichts Kriminelles mehr machen, weil dieser auf den Kopf gekriegt hat. Okay, also Snacks kaufen. Ach, so Bambi sind wir, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, so Bambi sind wir gar nicht mehr. Was wollte ich denn jetzt? Ich habe kein Kühlpack mehr. Echt? Wo ist das Kühlpack hin? Hast du da Kühlpack noch einstecken? Ich habe keins mehr. Nee. Ah, ja, dann müssen wir vielleicht nochmal bei der Apotheke halten. Kriegen wir hin. Okay. Er meinte halt Bambis. Ja. Also wir sind ja auch erst 5 Tage da, ne? Aber ich glaube, wir haben das mittlerweile schon ganz gut raus. Das halbe PD kennt uns. Es gibt PD, da sind schon hart genervt, wenn sie uns wieder irgendwo erwischen. Also, ja. Ich glaube, wir haben schon ganz gut raus jetzt. Wir haben Gewerbe angemeldet. Alles easy. Jetzt lachen wir ein paar Leute beim Orangenfeld aus. So, schau ich mal schnell. Das ist super witzig mit uns. Aber du darfst Mr. Ray nicht auf uns ansprechen. Er hat uns heute schon wieder erwischt. Also, naja, natürlich nicht erwischt, ne? Wir streiten ja mal alles ab. Aber der ist schon hart genervt von uns. Hier schon wieder. Also, wir brauchen Geldautomaten. So nach dem Motto, warum eigentlich immer ihr beiden, wenn irgendwo ein stiller Alarm losgeht? Komisch. Ich weiß auch nicht, Mr. Ray. Keine Ahnung, was da los ist. Ich wollte hier nur Geld einzahlen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Dicker. Von hier in den Norden, ne? Und ich sag, hey, ab in den Norden. Ja. So, haben wir da irgendeine Apotheke auf dem Weg? Ja. Musik? Wir sind hier im Norden, also mach dir mal keine Sorgen. Hier herrscht das SD mit ganz eigener Philosophie. Wir sind hier im Norden, also mach dir mal keine Sorgen. Hier herrscht das SD mit ganz eigener Philosophie. Die Waffe immer am Anschlag. Ein ganz normaler Samstag, der Taser bleibt im Schwind, weil sonst nur ohne Zeit verrinnt. Hier sind Westen nicht zur Deko, Besuche innen, die steigen das Ego. Sie zeigen nur ihre Narben, fragst du nach Erfahrung in den Jahren. Fühlt sich ein Krimineller ganz groß, kommt es sicherlich aus Los Santos, denn sonst weiß doch jeder, mit dem Esti gibt es kein Gezeder. Fühlst du dich immer bedroht? Gibt es deine Retter in der Not? Während andere noch fragen, sitzt du hier bereits im Streifenwagen? Wir sind hier im Norden, also mach dir mal keine Sorgen. Hier herrscht das Esti mit ganz eigener Philosophie. Wir sind hier im Norden, also mach dir mal keine Sorgen. Hier herrscht das SD mit ganz eigener Philosophie. Triffst du auf die Highway Patrol, riechst du besser nicht nach Ethanol. Schlechte Scherze sind tabu, bist du im Reich der DSU. Mit Bier wird Regel gehalten, so lassen sich Akten verwalten. Treffsicherheit fehlt hier nie, sonst kommst du nicht weit im SD. Sind ne große Familie,
Halten immer fest an ihrer Linie, denkst du bist ganz allein. Hier hört sich bestimmt jemand wahr ein, fühlst du dich immer bedroht. Gibt es deine Ritter in der Not, während andere noch fragen. Harry? Was ist los? Was denn? Ich glaube, hier soll ein Snackautomat drin sein. Alter, wollt mal schauen. Das? Bitte? Ach, das ist das Gerichtsgebäude, oder was? Holy shit, Ahnung, was das Mann. Ist. Beeindruckend. Naja. Ja, Marsch. Ja, das ist der Westflügel des Hauses meiner Eltern. Es ist beeindruckend, Barry. Ja, ja, komm. Beitwohnsitz, na, Drittwohnsitz meiner Eltern, vielleicht. Junge, das ist nur der Gerichtshof? Oh, hier gibt's einen Geldautomaten. Hast du alles Geld rausgenommen? Nein. Okay, warte, ich guck kurz. Achso, ich dachte, wir knacken ihn jetzt. Achso, na gut. Beeindruckend, Junge. Das ist nur der Gerichtshof? Nicht das DOJ? Was? Hä? Wie übertrieben ist das bitte? Das ist nur für Gerichtsverhandlungen? Say what? Holy shit, beeindruckend. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Stehen geblieben, junger Mann. Was möchten Sie hier? Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, ich habe da draußen einen Falschparker gesehen. Ein Falschparker? Da schreibe ich sofort auf. Ich rufe sofort die Polizei. Die 911. Das wäre wunderbar. Hallo, Officer? Hier gibt es einen Falschparker. Ja, mindestens 3 Streifen. Der war Spot? Auch ganz gemein. Gerne. Ellie? Overwatch? Yo, definitiv. Nicht, dass er noch wegfährt. Dankeschön. Mensch. Dich, junger Bürger. Mensch, dann ja. Dankeschön. Dankeschön für Ihre Wohltat und Ihren Dienst am Volke. Aber fertig. Oder was auch immer man da sagt. Mhm. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil und so. Sie sind ein Held. Mhm. Ist das auch richtig? Hm? Gib mir jedenfalls mehr. Nicht, dass du den jetzt knackst, ne? Aus Versehen, so aus Gewohnheit. Das ist mir vorhin fast passiert. Aus Gewohnheit erstmal den Automaten knacken. Erstmal die Platine hier vorne wegnehmen, ne? Ja, genau. Erstmal aus Gewohnheit. Ich hab vergessen, wie man einen Automaten normal benutzt. Ist doch üblich, dass man hier vorne diese Deckplatte abnimmt. Richtig. Dann muss erstmal vernünftig verdrahtet werden, ne? Bevor der richtig funktioniert. Was denn? Ja. Geht nicht. Wie geht nicht? Wie oft willst du dir heute noch die Nase platt laufen? Glaub mir doch einfach mal was. Harry? Ja, ja. Ich glaube, deine Nase wurde heute platter gemacht. Du hast geschlagen wie ein Mädchen. Darum hast du die Sterne gesehen. Vielleicht, weil du mich einfach schon zum 5. Mal geschlagen hast wie ein Mädchen. Irgendwann ist auch immer gut. Scheiße, Mann. War das gruselig. Mhm. Vor allem, weil das immer schlimmer wurde. Sei lieber stolz auf. Ich bin stolz auf dich, dass du zugesperrt hast, ja. Mhm. War gruselig, dass es immer schlimmer wurde. Stell dir vor, die hätten uns da noch länger aufgehalten, Mann. Wahrscheinlich werde ich umgekippt. Sitzt du hier bereits im Streifenwagen? Wir sind hier im Norden. Also mach dir mal keine Sorgen, hier herrscht das SD. Mit ganz eigener Philosophie, wir sind hier im Norden. Also mach dir mal keine Sorgen, hier herrscht das SD. Mit ganz eigener Philosophie. Der Klassiker. So, dann guck ich mal, was die haben. Wer kennt sie nicht, die guten alten Parkhaus-Snacks?